Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Ein kilometerlanger Bohrstrang hat an seinem unteren Ende viele Sensoren, mit denen wir alle möglichen Informationen beim Bohren messen. Und diese Information wird in einen Code von Nullen und Einsen umgerechnet, der dann zur Oberfläche übertragen wird. Die Frage ist nur, wie kann man diese Nullen und Einsen zur Oberfläche übertragen? Da gibt es verschiedene Systeme. Man kann zum Beispiel in den Bohrstrang, der mit Spülung durchströmt wird, ganz unten ein Ventil einsetzen, was den Strömungsquerschnitt immer verändert. Immer wenn das Ventil den Strömungsquerschnitt verkleinert, steigt der Druck im ganzen Bohrstrang an, und wenn das Ventil wieder öffnet, fällt der Druck im ganzen Bohrstrang wieder ab. Und wenn man jetzt definiert, dass der hohe Druck beispielsweise eine 1 ist und der niedrigere Druck eine 0, kann man Nullen und Einsen in Form von Druckschwankungen nach oben übertragen. Man kann die Daten aber auch in Form von Musik übertragen. Und das wollen wir uns gleich mal angucken. Dazu bitte ich unseren Künstler auf die Bühne. Bitte schön, mein Herr. Dankeschön, das war ein schönes Musikstück. Natürlich war es etwas kurz, aber das macht nichts. Ich habe hier mal die Noten gezeigt. Wir hatten es mit zwei Noten zu tun, einer tieferen und einer höheren. Und jetzt können wir einfach dem einen Ton eine 0 zuordnen und dem anderen Ton eine 1. Und so können wir auch mit Musik gewissermaßen Daten zur Oberfläche übertragen. So eine Sirene funktioniert folgendermaßen. Wir haben zwei geschlitzte Bleche sozusagen. Das eine ist der Rotor und das andere ist der Stator. Der Stator steht still. Und der Rotor rotiert hinter dem Stator. Und auf die Art und Weise wird der Strömungsquerschnitt im Bohrstrang immer wieder verändert und dadurch entsteht eine Sinuswelle, also ein Ton. Und wenn wir die Sirene mit unterschiedlicher Geschwindigkeit rotieren lassen, können wir tiefere und höhere Töne auf diese Weise erzeugen. Und so können wir dann wieder Nullen und Einsen, tiefe Töne, hohe Töne, nach oben übertragen. Das funktioniert eigentlich ganz gut, aber leider haben wir in einem Bohrstrang auch viele Querschnittsänderungen und an jeder Querschnittsänderung entstehen Echos. Und so wird das ursprünglich klare Signal im Laufe des Weges nach oben durch Echos verfälscht. Und wenn dann dazu auch noch weitere Störgeräusche kommen, ist es gar nicht so einfach, an der Oberfläche noch den Überblick zu behalten, was ist denn nur eine 0 und was ist eine 1. Und erschwerend kommt auch noch hinzu, dass tiefe Töne sich viel besser ausbreiten als hohe Töne. Und eine Sirene arbeitet nun mal mit relativ hohen Tönen und deswegen ist die Reichweite der Sirene ein wenig begrenzt. Dafür ist die Datenrate einer Sirene aber viel besser als bei einem Pulsarventil. Und wir arbeiten gerade in der Forschung daran, die Datenrate der Sirene zu behalten, weil die gut ist und schnell, aber das Problem der geringen Reichweite durch mathematische Algorithmen doch wieder zu steigern, damit wir die Sirene universell einsetzen können. Und wie das genau geht, das erklären wir in der Vorlesung Tiefbohrtechnik 2 hier bei uns in Freiberg. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!